Was? Zuschauer und willkommen zu einem neuen Slane Watched an dieser Stelle. Ich habe mal wieder in letzter Zeit einiges geschaut, aus dem Verleih überwiegend und an der Zahl sind es wieder mal 10 Sachen, die ich geguckt habe. Alles Filme, 2 davon allerdings keine Filme, sondern Serienstaffeln. Aber dazu dann im Einzelnen. Gut, ich habe in letzter Zeit einiges geguckt aus dem B-Bereich, einiges, wo ich mehr von erhofft hatte, als es dann war. Und es gab auch ein paar kleine Überraschungen. Aber wie gesagt, im Einzelnen komme ich dann gleich nochmal zu den einzelnen Sachen. Dann machen wir das erstmal so. Als erstes kommen wir zu einem Film, den ich heute geschaut habe. Deswegen habe ich mir dazu auch noch nichts aufgeschrieben. Ich mache das aus dem Kopf heraus, weil ist jetzt nicht so lange her, ein paar Stunden, dass ich den geschaut habe. Es handelt sich um einen Science-Fiction-B-Movie, wo ich eigentlich erst dachte, das ist ein Creature-Feature, wenn man sich das so durchliest, was da drauf steht. Ein bisschen jedenfalls. Zum Teil ist es das auch gewesen, dann aber doch nicht und dann aber doch mehr als das, kann man schon fast sagen. Denn Creature Feature ist ja eigentlich immer von der Story, sag ich mal, vom Inhalt her, naja, ziemlich flach, ne? So 10 Teile nicht allein. Ne? In diesem Fall ist es ein bisschen anders, ein bisschen besser, finde ich jedenfalls. Auch wenn es ein B-Movie ist und bleibt. Es handelt sich um den Film Arrowhead. Arrowhead ist einer von diesen B-Science-Fiction-Movies, bei denen man aber merkt, dass die Macher sich da was bei gedacht haben und da schon was vorhatten. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein hingerotzter Kleckerkram, ja, sondern schon einer von den Science-Fiction-B-Movies, wo man sagen kann, ja, die Macher hatten da auch wirklich was, die wollten da was machen. Die wollten da jetzt nicht irgendwie, so, wir machen jetzt auf Teufel komm raus irgendeinen billigen Science-Fiction-Wust, sondern der hat sich ja schon ihren Teil bei gedacht wohl, ja. Und es handelt sich halt eben hier dabei darum, dass, also man kann den vergleichen, wenn man jetzt einen optischen Vergleich haben will mit einem anderen Science-Fiction-B-Movie, kann ich nochmal wieder einen zum Vergleich ziehen. Das ist der von mir, also meiner Meinung nach auch sehr gelungene Space Prey oder Originaltitel Hunter Prey. Den fand ich ja auch ziemlich gut und so vom Look her und von der Location her auch ist es ähnlich hier. Also bei Arrowhead geht es darum, erstmal sehen wir so eine Texteinblendung. Es geht halt eben darum, dass irgendwie im Weltall wohl irgendwie ein Krieg tobt zwischen zwei Parteien. Und die eine Seite nimmt immer Kriegsgefangene und die andere Seite greift immer die Gefangenenlager an, aber nicht um die zu töten, sondern um die Gefangenen zu befreien. So, und das passiert hier am Anfang. Wir sehen also, wie aus so einem Steinbruch, wenn man so will, mehrere Leute halt eben da befreit werden. Allen voran unser Held, ja. So, die Hauptfigur ist ein Typ, der soll jetzt im Gegenzug dafür, also für seine Befreiung, ein letztes Mal einen Auftrag erledigen. Er soll irgendwelche gewissen dubiosen Daten irgendwo sichern und besorgen, wenn man so will, ja. Und dafür bekommt er ein Arrowhead-Raumschiff. Das ist dieses titelgebende Raumschiff, auf dem er sich dann jetzt befindet. So, und dann gibt es aber eine technische Panne und auf einem unbekannten Wüstenplaneten stürzt er es ab mit einer Rettungskapsel. Unser Held. So, er ist aber nicht allein auf diesem Planeten, auf diesem scheinbar unbewohnten Planeten. Da trifft er noch eine Astronautin, die auch da, mehr oder weniger, wie es zumindest scheint, gestrandet ist. Und außerdem gibt es da noch was ganz anderes, nämlich ein insektenähnliches Monstrum, das in einer Höhle lebt. Und dieses Monster schnappt ihn auch in einer Szene. Da dachte ich erst, okay, toll, jetzt haben sie da einen Helden eingebaut und es ist ja schon tot. Im ersten Drittel des Filmes. Ist aber nicht so. Es schnappt ihn nur und beißt ihn und verletzt ihn dabei. So. Ich habe glücklicherweise meinen Spoiler-Hut hier griffbereit, deswegen spoilere ich jetzt mal wieder mal ein bisschen. Wer es nicht wissen will, was dahin passiert, weil schon ziemlich interessant, was denn so von der Idee her abgeht, sage ich mal. Ja. Wer das nicht wissen will, der sollte jetzt den Ton so lange ausmachen, wie ich das Ding hier auf dem Kopf habe. Ja, es ist dann nachher so, es stellt sich irgendwie heraus, dass dieser Auftraggeber, für den er jetzt diese Daten sichern sollte, das ist alles so ein bisschen, ne, das ist nicht so wirklich zufällig alles. Auf jeden Fall ist es halt eben so, dass die DNA von ihm, von dem Hauptdarsteller, sich durch den Biss von diesem Wesen verändert hat und aus ihm so eine Art, ja, er wird eben auch mutieren zu einem Monster, ja, was auch passiert. Und es stellt sich halt eben heraus, dass dieser Schweinehund, was heißt Schweinehund, der ihn ja eigentlich befreit hat,
und rekrutiert hat im Grunde, ne, böse Absichten hat und diesen Planeten da, auf dem diese Wesen leben, geheim halten will und naja, ich will jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen. Auf jeden Fall kann sich der Hauptdarsteller dann befreien und was ich interessant daran fand, war halt eben, dass er sich tatsächlich in dieses Monster verwandelt, in dieses Insektenwesen, was auch übrigens überwiegend retro getrickst ist, ja, und ganz ordentlich eigentlich, trashig, aber ganz ordentlich fand ich. Ich fand das ganz gut, das Kreaturendesign. Und er kann das aber kontrollieren. Und das ist das Interessante daran. Leider ist das auch ganz am Ende erst zu weit, ne? Aber wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein Typ, der kann sich auf jetzt, von jetzt auf gleich in dieses Vieh verwandeln. Auch nur partiell. Also er tötet diesen Schurken dann eben auch, indem er halt eben da so ein Insektenbein emporfahren lässt und ihn, ne? Nachdem er eigentlich schon erschossen wurde, der Hauptdarsteller, und erstochen. Das hat er alles überlebt, weil dieses Vieh in ihm wohl die Stärke dazu gibt. Oder naja, er hat halt eben regenerative Kräfte dadurch wohl, oder was. Es geht schon Richtung Supersoldat, oder? So ein bisschen, kann man sagen. Und da könnte man jetzt unheimlich viel aufbauen, auf der Figur, die er jetzt dann halt spielt. Und er sagt am Ende auch, so, wir gehen jetzt los und befreien da irgendwie die Menschheit aus diesem Krieg und so weiter. Also das wäre ja eigentlich ein guter Opener für, keine Ahnung, eine Serie oder weitere Filme. Ist natürlich D-Trash, B-Trash, deswegen weiß man nicht, ob da was kommt, ob die Macher da jetzt wirklich vorhaben, im B-Movie-Bereich da so eine Serie draus zu machen, ich habe da keine Ahnung. Ich wäre da nicht abgeneigt, ich würde mir das weiter angucken, weil, das andere kann ich jetzt ohne Spoilerhut erzählen, weil mir haben die Darsteller gut gefallen, mir hat die Location gut gefallen, die Spezialeffekte, was die Raumschiffe angeht, für Trash-Verhältnisse eigentlich auch, waren eigentlich auch alle ganz ordentlich. Dieses Kreaturviech da, fand ich also auch ganz nett aus. Die Idee war ganz gut. Also ich mag einfach diese B-Science-Fiction-Filme, wenn sie nicht zu gurkig sind. Ja, also wie gesagt, Vergleich mit Hunter Prey oder auch Battle Space, die fand ich auch nicht schlecht. Ja, und einige Szenen sind sogar richtig optisch gelungen, finde ich. So. Das ist eine Szene, da steht dieses Arrowhead-Raumschiff auf diesen Planeten und dann schießt es so Signalraketen nach oben vor dem Sonnenuntergang. Also es sind so ein paar bildgewaltige Szenen sogar drin. Die sind zwar trashig, trotzdem immer trashig gemacht, aber es hat was. Es hat einen gewissen Look, den ich einfach irgendwie mag. Keine Ahnung, weiß auch nicht, was es ist. Ihr könnt ja mal den Trailer schauen. Ich hab den jetzt nicht gesehen, den Trailer. Ich weiß nicht, wie der ist, aber vielleicht sieht man da ja ein bisschen was. Und dann könnt ihr euch ja euer eigenes Bild machen. Ich fand das ganz interessant und auch die Geschichte und die Idee ganz gut. Ne? So viel zu Arrowhead. Den fand ich dann doch überraschend gut. Obwohl ich was anderes vermutet hatte. Ich hatte gedacht, ja, die landen auf diesem Planeten und, ne, und dann ist das wie bei Pitch Black oder so. Und dann sind da irgendwelche insektenähnliche Wesen, greifen die an, Pitch Black-mäßig irgendwie. Und dann ist gut. Ne? War dann doch anders. So, gut. Dann kommen wir zum nächsten Film und der geht in eine ähnliche Richtung. Und auch hier habe ich wieder ein Creature-Feature erwartet. Und hier habe ich allerdings auch geschrieben ein bisschen was zu. Und das werde ich jetzt vorlesen. So, ja. Immer vorher, ne, im Kopf die richtigen Worte in die richtige Reihenfolge, Tommy, und dann erst sammeln, du Blödmann. So, vielleicht trinke ich mal wieder was. Vielleicht braucht das Gehirn ja auch einfach ein bisschen Wasser. Ja, ich weiß, welches Gehirn. So, also, es geht um den nächsten Film, der den klangvollen Titel trägt. Dartmoor Beast. So, und das Cover ist ja schon recht trashig, ne? Irgendwie so ein paar Hundeaugen oder Wolfsaugen im Hintergrund, ne, und so, naja, gut, Creature Feature, habe ich gedacht, nimmst du mit, guckst dir an und so, gut, ne, ich hatte einfach mal Bock auf ein richtig schönes kleines Creature Feature, so, ne. Ja, an sich hätte es klappen können, aber ich lese einfach mal vor. Ich habe geschrieben, tja, es hätte so schön sein können. Vier Freunde wandern anlässlich eines Junggesellenabschieds durch die Natur in der Nähe eines militärischen Testgeländes und werden von einem unbekannten Wesen attackiert. Das ist die Grundprämisse des Filmes. So, also das ist im Grunde das, was passiert in dem Film. Ja? Statt aber aus dem Stoff ein spannendes Creature-Feature mit ordentlichen Schauwerten zu machen, gibt es nur ellenlanges Rumgelatsche, dumme Streitgespräche, nächtliche Furzduelle und ein knurrendes Etwas, das nur im Dunkeln zuschlägt und daher zu keiner Sekunde zu sehen ist. Bis auf die Werwolfschnauze im Schatten oder ein paar Zähnchen dann und wann. Ja, schade, denn die Darsteller waren gar nicht übel und die Location gut gewählt und atmosphärisch. So, jetzt spoiler ich. Wer den Film unbedingt sehen will, der sollte jetzt nicht mehr zuhören, solange ich das Ding hier aufhabe. Ja, Spoiler.
Aber das schwache Ende, in dem das Monster mit einer aufblasbaren Schafbombe, für die sich einer der vermeintlichen Helden opfert, nur um dann nach dem vielleicht dramatischen Finale dann doch überlebt zu haben, bot außer einigen netten Landschaften nichts Brauchbares. Also es endet nachher so, einer von denen hat nachher die Idee, so eine aufblasbare Porno-Kuh, ich weiß ja auch nicht, ich habe so ein Ding ja auch schon mal gesehen, im EMP, da war es allerdings ein Schaf. Oder war es hier auch ein Schaf, weiß ich gar nicht mehr. Ein aufblasbares Porno-Schaf. Also wie so eine Gummipuppe, mit der du eher poppen kannst, aber das war dann halt ein kleines aufblasbares Schaf mit Analeingang. Ich habe das sogar mal gesehen, das Ding. Das wurde mal, wir waren auf irgendeiner Party von meiner Schwester. Wir waren irgendwo eingeladen, frag mich nicht mehr, wo es war. Es sind so viele gewesen. Hat das einer aus Spaß geschenkt bekommen und dann aufgepumpt und dann ging es und dann wurde sie hingeworfen wie so ein Wasserball und ach, also Kinderkrankheit. Das hier habe ich schon total auch mal gesehen. Und, aber das ist hier anders vom Design her, das Viech, was die da haben da. So ein Aufpumpding, ja. Und da binden sie ganz viele Böller dran und eine Gasbuddel und sowas alles und das macht dann nachher Bums. Und der eine nimmt das Ding gerade eben, hat dann so einen Flammenwerfer selbstgebauter Art dabei. Ja, und will sich halt opfern. Und dann scheint es auch so, dass er jetzt, er liegt dann auch am Boden und scheint zu sterben. Und ach, dramatisch. Na gut, da ist ja sogar noch ein bisschen Dramatik am Ende drin. Das kann man dem Film ja noch dann anrechnen. Und in der nächsten Szene, das ist nämlich der Typ, der heiraten soll, für den die ganze Junggesellenabschied da läuft. Ja, da kommt er aus der Kirche raus dann. Erstmal denkt man, oh, das ist jetzt die Beerdigung, weil die alle ganz bestürzt da rauskommen. Wobei ich mich frage, wenn das, weil er kommt ja dann raus. Er hat also geheiratet wohl, ja. Wenn das dann so ist, warum kommen die alle raus und tragen schwarz und was für Scheiß? Soll das irgendwie ein Schlussgag sein? Hat nicht funktioniert, Leute. Naja, gut, also, ja, wie gesagt, der Film ist einfach nur, hat eigentlich seine Plus- und Minuspunkte, möchte ich mal sagen. Filmisch, handwerklich ist er nämlich eigentlich ganz ordentlich gefilmt. Auch die vier Hauptdarsteller machen ihre Sache eigentlich ganz gut. Einer von denen ist auch ein riesen Arschloch. Der Schauspieler sieht so ein bisschen aus wie Bill Paxton, fand ich. So ein kleines bisschen. Und das ist ein riesen Arschloch. Den habe ich gehasst, den ganzen Film über. Und das hat er gut gemacht, weil er hat mich sehr überzeugend genervt. Ne? Und also von daher, das ist eben, wie gesagt, dieses Arschloch. Dann ist da so ein Dicker dabei. Das ist natürlich der tumbige Trottel, ne? Dem da nur Mist passiert. Ja, und dann der vernünftige Hauptdarsteller. Und der vierte, das ist einfach, der ist einfach so mit. Der ist eben auch recht normal, würde ich noch sagen. Ja, und die spielten das, wie gesagt, auch ganz gut. Aber dann ständig diese Zickereien zwischen dem Dicken und diesem Arschloch, der ja natürlich immer über den Dicken bei jeder Gelegenheit herzieht, das nervte teilweise schon, wirklich. Ja, wir haben kapiert, dass ihr beiden euch nicht mögt. Ist ja nun gut, ne? Und dann liegen sie, wie gesagt, nachts im Schlafzelt, zwei Zelte, und in jedem liegen zwei von den Typen, ne? Also da zwei. Und dann fängt das Arschloch an, da laut zu furzen. Und das hören die auf dem anderen Zelt natürlich, da liegt der Dicke, ne? Und dann furzt er zurück, und dann furzt der wieder zurück, Alter. Ich hatte echt gesagt, bin ich hier bei American Pie gelandet oder was? Naja, und wie gesagt, eine knurrt aber irgendwas im Dunkeln, wie so ein hungriger Wolf oder so. Ja, und das ist dann wohl dieses Monster oder was auch immer das vielleicht sein soll, aber man sieht es nie. Es wurde auch nicht erklärt, was das überhaupt ist. Also, was soll das? Und warum die Einbindung von diesem Militärtestgelände, wenn sowieso nichts da kein weiterer Bezug drauf genommen wird? Also, das war alles irgendwie so gewollt und nicht zu Ende gedacht oder so, das weiß ich nicht. Also Dark Moor Beast kann ich nicht empfehlen, leider. Ne? Da hätte man aber was echt, das ist echt verschenktes Potenzial. Weil auch die Location, diese Naturlandschaft da, durch die die da wandern, mit den schroffen Felsen und sonst nichts weit und breit, hat schon eine beklemmende Weite. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ja nichts. Wohin willst du fliehen, wenn dich da etwas angreift? Da ist ja nichts, da ist ja nur Ebene. Ne? So ein bisschen hügelig vielleicht. Keine Wälder oder was, okay, nachher im letzten Drittel taucht ein Wald auf, ja. Aber sonst irgendwie nichts, wo du dich verstecken oder verschanzen könntest oder Schutz suchen könntest oder so. Und das war schon irgendwie so ein, die sind ja angreifbar dann dadurch. Und diese kleinen dünnen Zeltchen da, naja, ne, ich will jetzt mal nicht zu viel erzählen, aber vielleicht macht der eine oder andere sich den Film ja trotzdem angucken, der keinen Wert darauf legt, da irgendein Monster zu sehen. Ich bin nur mal irgendjemand, wenn ich ein Creature-Feature angucke, der heißt Dartmoor Beast, da will ich das Dartmoor Beast auch sehen. Naja, okay. Kommen wir zum nächsten Film. Und auch hier, wieder eine Enttäuschung, muss ich sagen. Oh mein Gott. Also überwiegend Enttäuschung. Der nächste Film hatte auch wieder so seine Momente, die kann ich beschreiben, aber letzten Endes, nee, also ich würde mir diesen Film kein zweites Mal ansehen wollen. Wirklich nicht. Es geht um den Action-Thriller, Action-Komödie. Was ist das? Was will denn der Film überhaupt sein?
Habe ich mir hier Spoiler hingeschrieben? Ja. American Ultra. Ja, ich lese einfach mal erstmal vor, was ich mir da hingeschrieben habe. Man nehme ein wenig Bourne-Identität, ne? Die Bourne-Identity oder was, diese Reihe da, ja. Ein bisschen Kiffer-Love-Story und Loser-Comedy. Gut durchrühren, fertig. Das große Problem dieses an sich unterhaltsamen Films ist in erster Linie, dass es wirklich gar nichts Neues zu bestaunen gibt. Die Action-Szenen sind solide und teils auch ein wenig blutig. Die Charaktere ordentlich gespielt, auch wenn mir Jesse Zombieland Social Network Eisenberg wohl niemals sympathisch sein wird. Ich freue mich schon riesig auf seine Lex Luthor-Performance der Plot über einen kiffenden Loser, der eigentlich ein Schläfer eines Geheimregierungs-Superkiller-Programms ist, wird auch temporeich genug erzählt. Aber irgendwie will einfach kein Drive aufkommen. Zu keiner Zeit fiebert man mit den Helden mit und der Fuzzi aus den wilden 70er machte sich ehrlich gesagt auch nicht sehr bedrohlich als Schurke. Der Hauptdarsteller aus den wilden 70er spielt hier den Schurken. Der Milchbubi-Hauptdarsteller aus die wilden 70er. Wisst ihr, wen ich meine? Der von der Rothaarigen ständig da verarscht wird, da von dieser Drecksbitch. Ich habe die Serie ja teilweise mal geguckt, so wenn es mal lief, lässt man es laufen. Und dann kamen einige Folgen, da habe ich mir echt gedacht, was geht da eigentlich ab für eine menschenverachtende Scheiße? Will die Serie ja aufzeichnen, wie scheiße die Weiber sind oder so? Kann das sein? Weil die Alte, was sie da mit ihm abzieht, ist, also das ist immer richtiger Scheiß. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Gut, egal, ich schweife wieder ab, aber der spielt hier den Schurken und kam, also das hat keine der Figuren, übrigens spielt hier auch Bella aus Twilight mit, hat auch nur ansatzweise überzeugen können. Ich habe nicht mit den Helden mitgefiebert, weil sie mir scheißegal waren und sogar unsympathisch, ja. Und genauso, ich habe keinen Hass empfunden den Schurken gegenüber, weil sie nicht böse waren, irgendwie. Tut mir leid, es hat nicht funktioniert auf keiner Ebene, der Film. So, das Ganze gipfelt dann in einem schwach von Equalizer abgekupferten Kaufhausfinale, welches noch dazu eher unbefriedigend endet. So, jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Also, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, was ich damit meine, mit unbefriedigend und so, ja, und was der ganze Scheiß am Ende überhaupt soll, dann macht ihr jetzt so lange den Ton aus. Spoiler. Was wurde aus dem Laugher, der Lacher, ja, und das Ende des Schurken war auch mehr als mau. Erschießung im Wald durch den Vorgesetzten, der von Bill Pullman gespielt wird. Okay, Bill Pullman ist hier der einzige begabte Darsteller in der ganzen Linie hier, kann ich immer sagen. Und der wird nachher am Ende, weil er versagt hat von seinem Vorgesetzten, ja, du hast versagt im Wald oder Peng oder... Also, sorry, schon mal was von dem Wort Showdown gehört? Hä? Denn auch, wie gesagt, es kommt ja nachher zu diesem Finale, das ist ja der Showdown, wenn man so will, dann. Oder man muss es als Showdown hinnehmen, weil ein Showdown ist der Stand-off zwischen dem Gut und dem Böse in dem Film. Und die ganze Zeit wird der Held gejagt von dem Fuzzi aus den wilden 70er. Und ich warte darauf, dass die beiden endlich aufeinander treffen und das... Ne? Oder? Kommt das aber nicht zu. So, es gibt aber ein Finale in diesem Kaufhaus, wie gesagt, da, in dem er ja ursprünglich auch arbeitet, der Hauptdarsteller. So, und da ist so ein Typ und der ist ebenfalls so ein Schläfer gewesen, ja? Der lacht immer so komisch. Der wird auf ihn angesetzt und der jagt ihn auch die ganze Zeit und taucht auch mehrmals, die geraten auch mehrmals aneinander. Und immer wieder kann er ihm knapp entkommen. Auch da war es so darauf, dass sie aufeinandertreffen und dass es einen Kampf zwischen den beiden gibt. Jo, und dann sitzen sie nachher irgendwie da und dann sagt dann irgendwie irgendwas zu ihm und dann in der nächsten Szene ist er plötzlich verschwunden. Dieser Lacher-Typ. Und es wird nicht weiter darauf eingegangen, was ist aus dem geworden, wo ist er hingegangen, was ist mit dem passiert. Es wird nicht gezeigt. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mir hier eine Serie vorsetzen oder was? Um Himmels Willen bitte nicht. Also das war wirklich einfach nur ein Ärgernis, kann ich gar nicht anders sagen. So, ich lese das mal, kann ich das jetzt so vorlesen? Ja, kann ich so ohne Hut erzählen. Gut. Fazit kann ich hier noch zu sagen, zu dem, was ich noch hingeschrieben habe. Nun ja, der Erstling des Regisseurs von American Ultra, der Erstling von dem, war Projekt X. Dieser Found-Footage-Flashmob-Party-Scheißfilm. Da habe ich auch die ganze Zeit gesessen und so einen Hals gehabt. Weil es war ja eigentlich nichts weiter als ein Spiegelbild der heutigen Jugend. Und dass sie alle nur Scheiße im Hirn haben. Und da die ganze Wohnung von der armen Familie da verwüsten. Weil der älteste Sohn ein dummes Arschloch ist. Kann man ja gar nicht anders sagen. Das war Projekt X. Kurzfassung. Also nochmal, nun ja, der Erstling des Regisseurs Projekt X war auch schon eher nervig als unterhaltsam. Da war dies zu erwarten. Allerdings war der Film im Gesamten besser
als der Trailer vermuten ließ. Indem es eher wirkte, als sei unser Held den ganzen Film über Dauer zugedröhnt und kann trotzdem auf Knopfdruck super duper kämpfen. Also der Trailer war noch beschissener. Ich wollte mir den Film eigentlich erst überhaupt gar nicht ansehen. Ja, aber ein guter Bekannter von mir hat dann gesagt, der ist cool. Und deswegen habe ich ihn ja doch gesehen. Und nein, er ist nicht cool. Dieser Film ist scheiße, ganz einfach. Ich fand ihn doof. So. Und wie gesagt, im Trailer wirkte das so, als wäre der so der Dauerkiffer, ständig zugedröhnt. Peace. Oh, guck, da kommt eine Gefahr. Ich bin das Super Martial Arts Born Identity Jason Statham Ass. So, jetzt bin ich wieder fertig und ziehe ich wieder eine durch. Ja, so kam es in dem Trailer rüber. Jedenfalls damals, ich habe den ja nur einmal gesehen damals, den ersten Trailer oder was, ich weiß nicht, wie viel das da gibt, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Gut, aber unterhaltsam war der Film schon irgendwie, aber massenweise verschenktes Potenzial. Was hätte man aus diesem Film Gutes machen können? Aber zum Glück gibt es ja Kingsman. Das komplette Gegenteil von diesem Film, im positivsten Sinne. Der hat nämlich genau das, was American Ultra verschissen hat, richtig gemacht. Da gibt es nämlich auch einen unsympathischen Hauptdarsteller, der vom Zero zu Hero aufsteigt und dem ich die Rolle auch abgekauft und auch die Wandlung vor allem voll abgekauft habe. Noch besser funktioniert das auch noch in Wanted, den ich ja hervorragend finde, immer noch. So, gut. Also, American Ultra, weg mit dem Scheiß. Nächster Film. Ja, hier haben wir als nächstes einen Film, der, wie ich mittlerweile festgestellt habe, recht zwiegespalten aufgenommen wird. Die einen finden den gut, die anderen finden den kacke. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel. Doch, es gibt mich. Denn ich, ja, nee, ich muss eigentlich sagen, ich fand den Film gut, doch, ja. Aber ich habe mal wieder was anderes erwartet. Obwohl, ich habe den Trailer zu diesem Film gesehen und habe das vergessen, dass ich den Trailer gesehen habe. Kennt ihr das? Und dann siehst du den Film, das ist ein neuer Film, und oh, ne, guck ich mir jetzt an. Und erst während du den Film siehst, fallen dir plötzlich zwei, drei Szenen auf. Und, ach, da hast du doch mal einen Trailer von gesehen. Stimmt ja. Kennt ihr das? Das habe ich manchmal wirklich. Und hier bei diesem Film war es der Fall. So, und ich erinnerte mich dann, während ich den Film schaute, daran, dass der Trailer nochmal etwas anderes vermuten ließ, als ich dann zu sehen bekam. Also ich hatte eine Erwartung an den Film, die der Film nicht erfüllt hat. Und ich hatte damals, als ich den Trailer gesehen habe, was ich vergessen hatte, auch eine Erwartung, die nochmal in eine andere Richtung ging und der Film ebenfalls nicht erfüllt hat. Trotzdem war der Film gut. Es geht um, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Crimson Peak. Fangen wir einmal am Trailer. Als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist, ja, weil der Film ist ja von Guillermo del Toro, da dachte ich, das ist so, wieder so Richtung, ja, na, nicht wieder, aber so Richtung Pans Labyrinth ohne die düsteren Elemente, sondern so, ich dachte echt, das ist ein dunkles Märchen. So, das, so kam das im Trailer damals für mich jedenfalls damals rüber. So, und als ich jetzt den Film sah und über den Trailer gar nicht mehr nachgedacht hatte, da dachte ich erst, das wird ein richtiger Horrorfilm. So im Stil von Mama. Oder so. Also richtig so ein creepy Ghost-Story-Ding, ja. Und das Werk an sich insgesamt ist eigentlich so eine Art Mischung aus beidem, so ein bisschen, kann man sagen. Würde ich sagen. Würde ich behaupten wollen. So. Ich habe hier den Arsch voll hingeschrieben. Ich lese am besten vor. Ich hoffe, dann ist auch alles gesagt. In Guillermo del Toros neuestem Film geht es weitaus weniger um einen Horrorstreifen, als ich zunächst erhofft hatte. Hier haben wir eher eine Mischung aus Drama, Historienfilm, Liebesschmonzette, kann man gar nicht anders sagen, und Thriller mit Mystery-Elementen. Es geht um Edith, die Tochter eines reichen Unternehmers, die schon früh ihre Mutter verlor. Als ein Geschäftsmann ihren Vater um Geld bittet und sie von diesem umworben wird, verfällt sie recht schnell seinem Charme. Dieser Geschäftsmann, junger Geschäftsmann, wird gespielt von, frag mich jetzt nicht, wie er heißt, dem Typen, der mich noch bis heute nicht überzeugen konnte, als der böse, 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 unbezwingbare und unbesiegbare Loki aus dem Marvel-Universum. Eine der größten Fehlbesetzungen der Filmgeschichte, meiner Ansicht nach, aber gut. Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters, dem der Geschäftsmann und dessen ebenfalls anwesende Schwester ein Dorn im Auge waren, heiratet die Tochter ihre neue Liebe und zieht, also den Typen, ne, und zieht mit ihm und seiner Schwester auf ein großes, verfallenes und unheimliches Anwesen, das wegen des Tons, also Tonerde, ja, wegen des Tons, den der Geschäftsmann dort zutage fördert, und der den Schnee rot färbt, Crimson Peak genannt wird. So, dieser Geschäftsmann, gespielt von diesem Fuzzi, der, also von Loki, ja, ich sag jetzt mal von Loki. Der Typ heißt jetzt Loki, so, also.
hat eine Maschine gebaut oder will eine Maschine bauen, mit der er halt eben so über so Schaufelräder und so den Ton aus der Erde bei Crimson Peak zutage fördern kann. Weil es ein sehr hochwertiger Ton ist, den man gut verkaufen kann zur Ziegelsteinbrennung. Was ein gutes Geschäft ist. Ne? Und das ist eben so das Business, was er haben will da. Er ist damit aber recht erfolglos. Aber da kommen wir noch zu, ich spoilere her und dann auch wieder an der richtigen Stelle. So, also Crimson Peak, so heißt diese Villa. Und die ist echt geil gemacht. Das ist echt eine Hammer-Location. Aber da komme ich später nochmal zu. So, jetzt geht's weiter. Ein junger Arzt, der einiges für Edith empfindet, und im Übrigen gespielt wird von Charlie Hunnam, a.k.a. Jax Teller aus Sons of Anarchy oder der Held aus Pacific Rim, ja. Nochmal, ein junger Arzt, der einiges für Edith empfindet, stellt währenddessen auf eigene Faust Nachforschung über den Tod ihres Vaters an und reist schon bald mit erschütternden Informationen hinter dem frischen Paar her. Weil er einiges rausgefunden hat. Das spoilere ich jetzt natürlich jetzt noch nicht, erst wenn ich den Hut auf habe, ein bisschen vielleicht. Edith wird unterdessen immer kränklicher und ist von Geistervisionen geplagt. Was auch das Highlight des Filmes ist. Denn die Geister in diesem Film, die dann doch zu sehen sind, die offenbar aber nur Edith sieht, die sind mal echt sowas von fucking creepy und geil optisch umgesetzt, fand ich. Also richtig, richtig, richtig diese deformierten fucking awesome Geister, das hat der Del Toro echt drauf, ey. Überhaupt diese ganzen kranken Gestalten, die in seinen Filmen immer so auftauchen. Das war ja schon bei Pan's Labyrinth so hier mit dem, ne? Da, und so, ja, egal. So, also. Spoiler-Alarm. Schaltet den Ton aus, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr ja anlassen. Oder wenn ihr euch nicht interessiert, aber ihr wissen wollt, was ich da noch zu sagen habe. Schon von Anfang an ist klar, dass das Geschwisterpaar Mysteriöses im Schilde führt. Das kommt schon die ganze Zeit über so, irgendwie so ein bisschen rüber, kann ich nicht anders sagen. Und dies wird deutlich, als man im Anwesen ankommt und sich deren Verhalten zunehmend ändert. Die beiden sind trotz Verwandtschaft nämlich verheiratet und locken immer wieder reiche junge Frauen mit dem Charme des Bruders, also Loki, nach Crimson Peak, wo sie schleichend die neue Ehefrau vergiften, bis sie all ihr Vermögen aufgebraucht haben und die Alte dann loswerden wollen. Also, ne? Dies alles nur, um eine neuartige Maschine zur Tongewinnung bauen zu können, was wir ja schon von Anfang an wissen, weil er stellt ja gleich am Anfang diese Maschine vor. Und spricht davor, vor so ein paar Leuten, die er um Geld bittet, die ihn dann aber abwimmeln. Ne? So, doch die Geister der Ermordeten riefen Edith um Hilfe. Und als der Arzt auch alles über die Hintergründe erfährt und in Crimson Peak ankommt, kommt es zum Finale, an dessen Ende das bösartige Pärchen ihr Leben lässt. Während der Bruder tatsächlich inzwischen sich in Edith verliebt hat und ihr sogar hilft, bringt die eigene Schwester ihn um und wird danach im Showdown, nachdem sie beinahe den Arzt tötet, mit einer Schaufel erschlagen von Edith. Das ist ein ziemlich klassisches, eigentlich typisches Psychothriller-Finale, würde ich eher sagen. Da hätte das super funktioniert in einem klassischen Psychothriller. Deswegen sind einige damit auch nicht ganz zufrieden, glaube ich. Aber ich fand das eigentlich ganz gut, das Finale soweit. Edith kann den Arzt retten und beide entkommen. Die Geschwister bleiben auf ewig als Geister zurück. Und das ist der Knackpunkt. Es gibt nämlich eine Szene, da kommen die an in Crimson Peak und da erzählt Loki Edith, oder wie spricht sich das überhaupt aus, ja, hier in Crimson Peak, dass dieses Anwesen versinkt langsam im Ton. Ja, was hätte man hier für ein rattengeiles Finale einbauen können, so im Stil von House of Wax, wo dann nachher wenn Crimson Peak im Ton versinkt aus irgendeinem Grund oder irgendwie sowas und oder auseinanderbricht, was im Showdown während des Schlusskampfes oder da hätte man noch richtig was rausholen können. Es kommt aber nicht dazu. Nein, im Gegenteil, das bleibt das ewig da stehen, das Haus, warum auch immer, versinkt plötzlich dann warum auch immer nicht weiter im Ton, damit es da die Geister von den beiden dann hausen können oder was. Das war so ein bisschen Fail. Fand ich ein bisschen schade. Aber gut, das ist auch der einzige große Kritikpunkt, den ich anbringen kann. So, Spoiler-Ende, dann kann ich den Rest noch vorlesen, also fazitmäßig. Angesichts der tollen Optik und vor allem der toll gestalteten Geisterwesen ist es ein wenig schade, dass der Film sich zu viel Zeit für seinen Romantikplot nimmt. Und ebenfalls über weite Strecken nur ein spannender Thriller ist. Da muss man sich schon auch einlassen. Also erwartet keinen Horrorschocker. Obwohl er hat geile Elemente, der Film, kann man nicht anders sagen. Wer also schon nicht mit Mama klarkam, weil man den CGI-Geist ja zu sehen bekommt, der sollte auch im Crimson Peak einen Bogen machen. Der Toro setzt auf sichtbaren Schrecken, wenn er denn auftaucht. Also man sieht die Geister und sie sind CGI teilweise und man sieht das Grauen. Ne? Also hier alle Paranormal Activity-Fans, bitte weitergehen, hier gibt es nichts Interessantes für euch, hier gibt es Dinge zu sehen. Ne? Hier gibt es nichts zu hören, hier gibt es auch Dinge zu sehen, also weitergehen, bitte weitergehen, weitergehen. Ne? Weiter Paranormal Activity gucken.
und euch vor bewegende Türklinken erschrecken. Obwohl, hier in Crimson Peak gibt es auch eine Szene mit einer sich bewegenden Türklinke. Und wenn ich das sehe, so wie das hier abgeht und dargestellt ist, ja, dann würde ich mich auch einscheißen. Aber hallo. Weil, ist auch gleich am Anfang, kann ich ja spoilern, egal. Die Türklinke geht immer runter, so oft zu, also klack, 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 und dabei geht die Tür auf. Klack, 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 klack. Da ist ja aber niemand und trotzdem macht die Türklinke. Also wenn ich das sehen würde, ey, ich würde mich wirklich anscheißen, Alter. Weil woher kommt das denn? Wer fucking Scheiße ist denn das? Also what? Wenn ich nur darüber nachdenke, kriege ich schon leicht die ganze Haut. Also das ist schon wirklich creepy gewesen. Das muss man dem Del Toro echt lassen hier. Gut, also. Dazu gesellen sich einige überraschende Gewaltspitzen. Es gibt ja tatsächlich so ein bisschen, naja, Splatter, ja, Gewalt in diesem Film, in diesem Finale, wie gesagt, naja. Und im Gesamten eine tolle Optik und hervorragende Darsteller. So hat mich zum ersten Mal auch der Loki-Darsteller Tim Hiddleston, so heißt er, überzeugen können. Also in dieser Rolle hier fand ich ihn sehr gut, als dieser Bruder von diesem Pärchen da jetzt, ja. Dafür war der Part von Charlie Hunnam als junger Arzt mit zu wenig Raum bedacht, fand ich. Da hätte man mehr einbauen können von dem und er hätte auch mehr Raum bekommen sollen, die Figur von ihm, die er spielt. Wenigstens nahm er nicht die Rolle des klischeehaften vermeintlichen Helden ein, weil normalerweise in Thrillern ist es ja immer so, ganz viele Psychothriller gibt das da. Das ist dann auch irgendwie so, die Hauptdarstellerin ist in Bedrängnis und es gibt irgendwie so einen Bösewicht, der irgendwie, keine Ahnung, sie stalkt oder weiß der Teufel was. Es gibt aber auch einen männlichen Hauptdarsteller, der versucht so ein bisschen zu helfen und der dann irgendwie extra hinreißt und dann denkt man mal, jetzt ist sie hier gerade so in Gefahr, aber vielleicht taucht der gleiche Typ auf und rettet sie und dann kommt der Typ auch und bam, macht der Killer den Typen platt. Und man fragt sich, warum hat man jetzt diese ganze Scheiße gezeigt? Warum hat man diese Figur überhaupt eingebaut, nur damit er jetzt am Ende tot gehen kann oder was? Das ist überflüssig, hätten sie sparen können, wenn das eh passiert. Was soll das? Überflüssig. Und das passiert in so vielen Filmen, das hatte ich hier auch ein bisschen die Angst, aber es ist dann hier doch ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Gut, letztlich bleibt ein bildgewaltiger Streifen mit einem bunten Genre-Mix, der vor allem optisch auch bei den verrotteten und verzerrten Geistern, die teils echt eklig waren, punkten konnte und so und sehr gut gespielt war. Kein Horrorkracher, aber dennoch ein großartiger Film. Und was ich noch dazu sagen will, was die Optik betrifft, die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, bevor sie nach Crimson Peak fahren, ja, fand ich fast mit optisch am gelungensten, weil das spielt ja irgendwo in den 20er, 30er Jahren oder was, der Film. Und die Atmosphäre kommt so authentisch rüber, fand ich, auch von den Kostümen her und von den Sets. Hammer. Und deswegen, genau deswegen finde ich es so fucking schade, dass Del Toro nicht die Berge des Wahnsinns verfilmt hat. Ich bin immer noch der Meinung, der ideale Regisseur, um diesen Stoff 1:1 auf die Leinwand zu bringen, wäre Benicio. Guillermo del Toro. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich trinke noch mal was, weil ich habe mir so mit dem Mund trocken geredet hier. Kommen wir zum nächsten Film. Ein lieber Gruß geht an dieser Stelle raus an den DVD Madness 2010. Der hat vor einiger Zeit schon einen Film genannt und empfohlen, auf den ich richtig geil war. Ich wollte den wirklich, ich habe gewartet, dass er kommt und ich will ihn endlich sehen und dann kam er und ja, wie ein Blöder. Und das Ding ist, ich habe auch meinen Vater damit narrig gemacht. Weil, also es handelt sich natürlich, wenn ihr DVD Madness 2010 kennt, um Found Footage, was jetzt kommt, ja. Und auch mein Vater mag einige Found Footage Filme. Er mag Trollhunter. Zum Beispiel. Oder er mag Cloverfield. Zum Beispiel. Ja. Das sind aber nur gewisse. Es gibt auch so viele, die ich dann total geil finde und sage, oh, der ist super. Und der dann, oh, den fand ich scheiße. Ja. Und mein Vater war es hingegen auch, der auch Jerusalem, den ich so geil fand zuletzt, auch super fand. Was mich überrascht hat. Aber gut. So, und jetzt habe mich halt eben damit dann eben auch Nachricht gemacht mit diesem Film, um den es jetzt hier geht. Und er ist dann derjenige gewesen, der mich anrief. Der Film ist draußen. Ich war in der Bibliothek. Ich habe ihn. Guck ich mal heute Abend an, wenn du ihn zurückbringen willst, dann kannst du ihn gratis von mir haben und dann ne, brauche ich dafür nichts zu bezahlen. Dann bringe ich aber dafür, habe ich dann den Weg dann zur Videothek und muss dann ne, abgeben wieder. Das mache ich oft so mit meinem Vater. Oder umgekehrt, wenn ich einen Film habe, den er auch sehen will und ich habe keinen Bock, da den wegzubringen, dann macht er das für mich, braucht dafür nichts zu bezahlen. Ist natürlich ein bisschen schädigend für die Videothek eigentlich, oder? Böse, oder? Naja, es bleibt ja in der Familie. Also, keep it in the family, würden Anthrax dazu sagen. Gut, also. Es geht um den Film mit dem selten bekloppten deutschen Titel How to Catch a Monster. Originaltitel Digging Up the Marrow. So. Wie gesagt, mein Vater hat den Film vor mir gesehen. Und ich habe am nächsten Tag dann eben, als er mir den brachte, gesagt, na und? Wie war dein Filmabend gestern?
Oh, bloß auf, wieso willst du diesen Film unbedingt sehen? Dann hab ich ein paar Minuten ausgemacht. Das war so scheiße und schlecht gespielt und nervig und dann nichts passiert da. Ich habe noch ein bisschen reingespult. Nö, das ist nichts für mich. Dann viel Spaß damit. Und dann war erstmal meine Stimmung. Na toll. Wie, naja, okay. Da bin ich ja mal gespannt, was ich mit der. Naja, okay. Und bin natürlich dann entsprechend mit einer Null-Erwartung an den Film rangegangen. Ja, und das ist wieder mal so dieser Punkt, wo ich mich frage, was mit meinem Vater manchmal geht, weil. Ich fand den Film wirklich, also Digging After Nerd, da hat der DVD Madness nicht zu viel versprochen, obwohl ich mir schon ein wenig mehr erhofft habe. So generell. Aber da komme ich nochmal im Spoiler-Teil dann wahrscheinlich zu. Ich lese mal vor, was ich mir da aufgeschrieben habe. How to Catch a Monster oder Digging After Nerd. Hatchet 1 und 2 Regisseur Adam Green wagte sich ins Found-Footage-Genre und liefert einen sehr kultigen und sogar nerdigen Spaß ab. Er spielt sich selbst, wie er eine Doku dreht, über einen von Ray Wise sehr gut gespielten vermeintlichen Spinner, der behauptet, über ein Loch im Waldboden das Reich der Monster entdeckt zu haben, was er The Marrow nennt, also dieses Reich. Also Ray Wise, wenn das jemand von euch was sagt, wenn nicht, das ist der Typ aus dem kultigen Dead End, der den Wagen fährt, der Papa von der Familie, die da drin sitzt. Kennt ihr nicht Dead End? Okay. Das ist der Typ, der in Jeepers Creepers 2 den Creeper erlegt. Jetzt müsst ihr ihn aber wirklich kennen. Wenn nicht, nachholen. So, also, der Schauspieler, der spielt ja eben mit. Und der berichtet halt, ja, er hat da irgendwie im weiten Loch im Boden gefunden und da unten ist eine, wie eine unterirdische, riesengroße Stadt, bevölkert von all den Monstren unserer Zeit. Und was meint er damit? Naja, wenn zum Beispiel ein degeneriertes Kind geboren wird, ein Freak, ein extreme Deformierung. Nehmen wir mal als Beispiel den Elefantenmensch. Wo lebt der denn dann? Man sieht den ja nicht auf der Straße. Ne? Naja, denn die leben dann in The Marrow. Da leben dann die ganzen Mutanten und was weiß ich was, Monstren, keine Ahnung was. So, Launen der Natur, was weiß ich, das ist so seine Theorie. So, und Adam Green wittert da eben eine Story und will da eben darüber, über diesen Verrückten da eine Doku drehen. So, und deswegen fährt er da hin. Das ist so die Grundprämisse. Zunächst scheint der Gute echt zu spinnen, also Ray Wise, ja. Bis eines Nachts tatsächlich eine bizarre Gestalt vor die Kamera huscht. Übrigens ein richtig geiler Jumpscare. Doch auch diese scheint bald nur Humbug gewesen zu sein. Erst im letzten Drittel stellt sich heraus, wie real der Horror ist, den alle als Spinnerei abtun. So, und jetzt spoilern wir. Also wer das jetzt nicht wissen will, ne, Ton aus, ihr kennt das ja. So, hier gibt es dann nach dem kurzen Erscheinen am Anfang auch endlich wieder ein paar, aber sehr gelungene Monstrositäten zu bewundern. Leider wäre hier deutlich mehr drin gewesen. Ich hätte auf eine ähnliche Monstershow wie im großartigen Kabal gehofft. Es ist ja die Rede von The Marrow. Digging up the marrow, also wir graben uns durch in the marrow oder wir graben the marrow aus oder was heißt das, ja? Also ich habe echt erwartet, dass sie vielleicht ähnlich wie in Katakomben hinabsteigen in dieses Loch und da rumlaufen und dann zeigen sie diese unterirdische Stadt und überall um jede Ecke lauern bizarre Viecher oder was der Teufel was. Und der Ray Wise erzählt ja während des Filmes, die sind nicht alle bösartig, die da leben. Es gibt einige, klar. Aber, ne, und deswegen kann es ja sein, dass die in der Zeit auch noch rumrennen können und die Monster nur irgendwie verschrocken in die Ecke gucken, vielleicht weghumpeln, wegrennen, weiß der Teufel, und nicht gleich angreifen. Und deswegen hätte man ja einiges zeigen können. Also meine Fantasie hat da gesprüht, als er da erzählt, Ray Wise. Und am Ende kommt das dann doch nicht so. Es tauchen einige Monster auf, die werden hochgescheucht, wenn man so will, und greifen dann auch an entsprechend. Und die waren auch wirklich geil, die Viecher, kann ich nicht anders sagen. Und also das war schon sehr cool, dieses komische auf zwei Beinen laufende Slimer-artige Viech, das erinnerte mich direkt an den Slimer aus Ghostbusters, nur dass es auf zwei Beinen so rumläuft. Und dann dieser andere, der hinten, die ganzen Arme aus dem Rücken rauskommen da, und das war schon alles ganz geil, kann ich nicht anders sagen, aber es war zu wenig für mich persönlich, das muss ich schon, aber trotzdem war das super, also ne, davon mal ab. Gut, Spoiler Ende. So, dank guter Darsteller, allen voran Ray Wise, fand ich, und vielen Cameo-Auftritten von Lloyd Kaufman inklusive Toxic Avenger über Kane Hodder, der auch noch mitmacht und sich da die Aufnahmen angucken soll von dem ersten Viech, was sie da sehen,
bis hin zu Ex-Gore-Frontmann Dave Brocky, a.k.a. Odorous Orongos, rest in peace, ne, kann der Film bei mir punkten durch diese Cameos. Also das war alles so, das ist, deswegen sagte ich, der ist sogar ein bisschen nerdig, der Film. Also ich habe echt gedacht, what the fuck macht er jetzt Odorous Orongos und what the hell? Also der Sänger von Gore, einer meiner Lieblings-Thrash-Metal-Bands, ja. Und wie gesagt, hier Lord Kaufman, Kane Hodder, geil. Also kultig. Das macht den Film einfach kultig, ja. So, auch die Atmosphäre ist phasenweise sehr gelungen in diesem Wald da und so, ne? Spannend und sogar bisweilen unheimlich. Es gibt natürlich auch Jumpscares, aber hey, es steht ja auch Monster drauf, ne? Mir gefiel der Film durch die Schauwerte sehr gut und die Idee, die man noch gerne hätte, man die noch ein bisschen ausbauen dürfen. Die gefiel mir aber auch sehr gut, die Idee. Also, ne? Gut, vielleicht, wenn man jetzt mal das Ende betrachtet, vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal Digging Up the Murder 2. Nur zu Adam Green und dann hau mal richtig was raus. Da muss aber richtig die Scheiße durch den Ventilator fliegen. Da würde ich mich drüber freuen. Das ist noch ausbaufähig. Vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre egal, weil Adam Green hat ja auch mehrere Teile Headship gemacht. Vielleicht hat er ja Spaß gehabt an The Marrow und macht da noch mehr. Also ich würde es mir wirklich wünschen, ohne Scheiß. So, dann kommen wir zum nächsten Film. Kurzen Schluck. Okay, das waren 3 Schluck. Naja. Wollen wir nicht pingelig werden hier, ne? So. Oh, Mahlzeit. So, der nächste Film hat mich auch wieder überrascht. Ich habe den Trailer dazu gesehen und den Trailer fand ich schon ziemlich geil. Ich habe immer gedacht, na, manchmal ist es bei einigen Filmen ja so, da sieht der Trailer so richtig geil aus und dann guckst du den Film und Zombieber. Bestes Beispiel. Da fand ich den Trailer auch so richtig awesome und der finale Film war zwar auch lustig und auch gut, nettes Tierhorrorfilmchen, ja, aber lange nicht das, was der Trailer versprochen hat. Ganz lange nicht, also wirklich nicht, ja. Leider, ne? So, hier war es aber wirklich so, dass der Trailer eigentlich sogar noch schlechter war, obwohl er cool war, als das finale Produkt, fand ich jetzt, weil ich jedenfalls, muss ich wirklich sagen. Es geht auch um einen Tierhorrorfilm, und zwar aus deutschen Landen, soweit ich weiß, ja, deutsche Produktion zumindest. Es geht um den Film Stunk, ein Stung, und mein Vater würde sagen Stunk. Ja, toll ist Englisch drauf, deswegen ist es immer lustig, weil ich mit ihm telefoniere und er mir erzählt, was er für Filme geschaut hat. Und dann versucht er eigentlich nur Titel auszusprechen. Ich weiß noch genau, wie er Paul Haber geguckt hat. Ich denke, wer ist Paul Haber? Paul Haber habe ich gestern nochmal geguckt. Wie nochmal? Kenn ich den schon? Ja klar, den hast du auch auf DVD. Was, Paul Haber? Ist das eine Verfilmung von irgendwie, ist das eine Autobiografie über jemanden? Nee, da, über den Japan-Angriff da. Ich sage, ach, Paul Haber. Naja, okay, gut. Also ich will jetzt hier nicht über meinen Vater ablästern. Also, Stung, ja, auf gut Deutsch, gestochen. Ich lese einfach mal vor. Hut ab, das war spaßig. Man sollte nicht meinen, dass hinter diesem Tierhorror-Debütfilm eine deutsche Produktion steckt. Ich nehme, glaube ich, Red Pack, glaube ich sogar. Ich meine, ich habe das Logo von Red Pack gesehen. Doch dem ist so. Der Film wirkt inklusive Lance Henriksen sehr amerikanisch und bietet alle Klischees, die zu einem besseren Tierhorrorfilm gehören. Das Heldenduo sind ein Catering-Pärchen, welches eine ländliche Party beliefert und während eben dieser Party geht plötzlich der Punk ab, als einige Wespen auftauchen, die mutiert sind und über die Gäste herfallen. Ja, das ist eigentlich schon mal so der Grund-Tierhorror-Plot. Damit ist es aber noch nicht getan und das ist das Geile an diesem Film. Doch dabei bleibt es nicht, ganz in der Tradition von C2 Killerinsekt oder Das Nest, mutieren die Gestochenen zu mannshohen Riesenwespen, die erstaunlich gut getrickst sind. Dafür, dass wir es hier mit einem deutschen Trash-Film im Grunde genommen zu tun haben. Oder einer deutschen Trash-Produktion zumindest. Die Effekte bewegen sich teils auf handgemachter Ebene, teils auf tatsächlich überdurchschnittlich gutem CGI. Dazu kommt einiges an Splatter und an sich gut aufgelegte Darsteller. Auch wenn diese teils typisch nervige Schablonenfiguren mit dummen Dialogen spielen. Tierhorror-Trash. Das sind halt eben diese 0815 dummen Teenager, kann man sagen. Ne? Plus Lance Henriksen, der das eigentlich auch wieder ganz gut gemacht hat, fand ich, was er hier gespielt hat. Dafür gibt es aber auch ein nettes Finale mit einem klasse Schlussgag. Ich sag nur, mehr spoiler ich da jetzt erstmal nicht. So macht Tierhorror Spaß, überraschend gut. Mehr spoiler ich jetzt generell nicht. Wenn ihr Bock habt auf einen bierseligen Tierhorror, der funktioniert, vor allem auf technischer Ebene, einiges sogar ans Splatter bietet und wirklich nett getrickste Monsterwespen mit große, in Menschengröße. Ich fand die wirklich ganz cool getrickst, muss ich wirklich sagen. Sowohl die handwerklichen Sachen,
also die Nicht-CGI-Dinger, als auch die CGI-Aufnahmen. Fand ich wirklich für so ein Erstlingswerk gut gemacht, keine Frage. Weit über allem, was von Asylum oder Sci-Fi Pictures so ausgeschissen wird, ja. Also damit darf man das wirklich nicht vergleichen. So trashig ist es wirklich nicht. Und wie gesagt, dieser Schlussgag und überhaupt das Finale, doch, das war schon echt ein geiler Film. Stan. Hat mich auch ein bisschen erinnert an Mosquito. Kennt ihr Mosquito? Das ist auch so ein Crash. Das war aus den 90ern oder was. Nicht Skeeter, der ist noch trashiger, sondern Mosquito mit diesen. Da ist irgendwie ein Alien, das stürzt ab und in so einen See und da sind Moskito-Eier und die werden von dem Alien-Blut kontaminiert und dann werden da auch so große Moskitos draus irgendwie, die herumfliegen da. So, daran habe ich ein bisschen erinnert, aber egal, so. Gut. Dann kommen wir zur ersten der beiden Serien, die ich geschaut habe, oder Serienstaffel. Es war nämlich Staffel 2 einer Serie, in diesem Fall. Und ich habe es wieder mal abgefeiert, muss ich wirklich sagen. Ich habe aber auch schon die erste Season gefeiert und ich finde es total geil. Und bitte, bitte mehr davon. Es ist eine Zeichentrickserie und es geht um Rick und Morty. Da habe ich mir Staffel 2 gegeben und heilige Scheiße. Ich frage mich immer wieder, was die Macher dieser Serie teilweise nehmen, ey. Gut, ich lese euch mal vor. Also ich fange jetzt erstmal an mit Rick und Morty generell, wer das überhaupt nicht kennt. Und was geht's? Hä, was ist das? Worum geht's denn da? Ja. Da ist der kleine Morty. Das ist ein kleiner Junge, der lebt halt eben mit seiner Familie in so einem Haus, ganz normal. Steht normal so, ne? Und die nehmen dann aber den Opa auf. Der zieht da bei denen wieder ein oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, der Vater von der Mutter. War das so? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist auch egal. Und das ist ein verrückter Wissenschaftler. Und aber genial. Also was er baut, funktioniert auch. Und der hat die abgefahrensten Erfindungen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das führt natürlich zu den skurrilsten Situationen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Vor allem hat er eine Erfindung. Und diese Erfindung ist so genial, dass den Machern der Serie durch diese eine Erfindung keine Grenzen mehr gesetzt sind. Keine Grenzen. Das ist eine Pistole, mit der kann er auf eine Wand schießen und dann taucht da so ein grünes, rundes Portal auf. Wie in dem Videogame Portal. So, und vorher kann er noch ein bisschen was einstellen an dieser Pistole und dann schießt er und dann macht er dieses Portal auf. Und wenn sie da reingehen, kommen sie in eine andere Dimension. Eine Paralleldimension, ein anderer Planet, andere Welt, keine Ahnung, irgendwas. Und deswegen, egal, auf der anderen Seite kann alles sein. Alles, was du dir vorstellen kannst. Deswegen haben die Macher keine Grenzen, was ihre Ideen angeht. Das ist so geil und die powern auch wirklich alles raus, was da irgendwie geht, ey. So. Und die Figuren finde ich auch sehr gut. Vor allem natürlich die Hauptfiguren. Rick, das ist eben dieser Wissenschaftler, und Morty selbst. Rick wirkt ein bisschen wie Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft. Aber in der Bad Grandpa-Version oder so. Also, er ist schon eine fiese Drecksau und am Rumrülpsen und Rumfurzen und Fäkalhumor, hoch 10 ist da auch drin, aber hier passt es auch. Hier ist es jetzt nicht störend, fand ich jetzt bisher jedenfalls nicht. Und Morty wirkt tatsächlich wie eine Mischung aus Marty McFly, aber dann eher vom Charakter her eher so, wenn man jetzt South Park kennt, ja, so eine Mischung aus Butters und Tweak. Das ist Morty. Und die beiden, er nimmt dann seinen Enkel Morty immer mit auf seine Abenteuer. Immer. Er schleppt ihn, aus irgendeinem Grund zerrt er ihn immer mit in diese anderen Welten. Er will teilweise auch gar nicht. Aber nein, du kommst das mit und ich weiß auch nicht, warum er das macht, aber irgendwie, um ihn zu formen oder keine Ahnung, damit er mal sein Erbe antritt oder was er da für einen Hintergrund, das weiß man bis heute nicht genau, aber egal. Gut, so, und jetzt lese ich mal vor, was ich zu Staffel 2 zu sagen habe. Im Grunde schon genau wie in der ersten Staffel, ein einziger Trip voller What-the-fuck-Momente, Filmanspielungen, irrer Monster und schräger Figuren en masse und immer wieder überraschend gewalttätig und actiongeladen. Also es geht auch richtig zur Sache hier, es ist keine Kinderserie, ja. Es wird gesplattert, was das Zeug hält, da fliegen die Gliedmaßen durch die Luft und Eingeweide und hast du nicht gesehen. Teilweise, so. Kurzum, feinste schräge Comic-Unterhaltung der durchgeknallten Art. Ob gestaltenwandelnde Parasiten, gottgleich große Köpfe im Weltall, die durch selbiges Fliegen und Planeten zerstören, zwecks einer Gesangstalentshow. Wo war ich jetzt? Hab ich verrutscht. Mit den Augen verrutscht, ja toll. Achso, da, Talentshow. Oder die Reise in eine Welt im Inneren einer Batterie. es gibt wieder jede Menge irres Zeug zu bestaunen. Diesmal gefiel mir besonders die Episode, in der mal wieder interdimensional ferngesehen wird.
Da baut Rick halt eben so eine Maschine, mit der kannst du aus allen Dimensionen die Fernsehprogramme empfangen. Und dann kannst du natürlich ohne Ende zappen und da läuft der abgefahrenste Scheiß. Was Monster halt so im Fernsehen gucken und so zum Beispiel, ne? Also wirklich, alter Falter. Also nochmal. Diesmal gefiel mir besonders die Episode, in der mal wieder interdimensional ferngesehen wird, die mit der Story-Anspielung auf die Purge-Filme, es wird einmal gepurged in einer Folge, auch richtig geil, und die finale Episode, die einen gewissen Cliffhanger beinhaltet, auf dessen Lösung man gespannt sein darf. Aber da lassen Sie sich mit Sicherheit wieder was richtig Abgefahrenes einfallen, wie das dann weitergeht. Also das war wirklich die erste Episode mit einem Cliffhanger gewesen, die letzte Episode. So ein bisschen Cliffhanger zumindest, fand ich. So. Da hier allerdings wirklich alles möglich ist, werden die Macher sicher einen abgefahrenen Weg finden, um alles interessant weitergehen zu lassen. Ich liebe diese Serie im wahrsten Sinne um Galaxien besser als diese völlig overhypte Adventure-Time-Kacke. So, auch dazu sage ich dann nochmal ein bisschen mehr. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Na gut, okay, wir kommen erstmal zu Adventure-Time, ja. Ich habe mich mit dieser Serie auseinandergesetzt, die läuft ja im Fernsehen. Kann man sich das angucken. Und die wird ja auch gehypt hochziehen. Guckt alle Adventure Time, die ist ja so toll. Einige sagen ja sogar, es ist das neue SpongeBob. Eigentlich eine Kinderserie, aber wenn Erwachsene das gucken, dann entdecken sie da Humor und Anspielungen, die die Kinder wohl nicht verstehen werden oder so. Was bei SpongeBob tatsächlich funktioniert und mich teilweise auch wirklich herzhaft lachen lässt, wobei ein Kind, das neben mir sitzt, würde jetzt mich doof angucken, würde, wieso lachst du jetzt, Onkel Tommy? Das verstehst du nicht. Guck die Serie in 10 Jahren nochmal, du wirst dann nochmal so viel Spaß haben wie jetzt. Ist wirklich so, ja? Das bei Adventure Time. Was soll der Scheiß? Es ist uninteressant, es ist scheiße gezeichnet, es ist dumm, es ist unsinnig, es ist komplett unkomisch und es hat komplett unsympathische Figuren. Vielleicht dieser Hauptdarsteller mit seinen komischen, bescheuerten Ohren da. Warum trägt er diese Mütze überhaupt? Was ist das? Was soll das sein? Ein umgedrehter Schlüpper oder was? Egal. Ja, hinter Carmen oder was? Naja, egal. Gut, okay. Aber sonst, die blöde Töne, die er da hat, die sich Godzilla-mäßig groß aufpumpen kann, weil... was soll das? Dann dieser komische Eiskönig oder was soll das sein? Das ist sowieso so ein Problem. Das ist ein Problem, auf das trefft er bei Rick und Morty nicht. Wiederkehrende nervige Charaktere. Da bei Adventure Time, da gibt es diesen blöden König, da gibt es ja diese komische Prinzessin, in die der Hauptdarsteller ja immer so verliebt ist, da gibt es ja diese komische Feuerprinzessin oder Feuerfrau oder was ist das, und etliche andere Figuren, die immer wieder mal auftauchen und immer wieder rumnerven. Das ist bei jeder Serie ja so ein bisschen so. Hier bei Rick und Morty ist es eigentlich so, dass du in jeder Episode auf etwas völlig Neues triffst. Du kannst nie ahnen, was als nächstes passiert. Es gibt auch hier ein paar Figuren, die hier und da mal wieder auftauchen, klar. Ne? Aber nie als Hauptbestandteil. So, diese Folge dreht sich jetzt nur um den, die oder das. Und wenn, denn ganz, ganz selten, wie in dieser Cliffhanger-Episode am Schluss vielleicht. Okay, mit diesem Vogelmensch, sag ich mal. Der taucht hier und da mal auf. Obwohl, in Zukunft wird er wohl, Spoiler-Alarm, mach ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Obwohl, wir reden hier von Rick und Morty, da ist alles möglich. Da ist wirklich alles möglich. Also, das ist alles, alles möglich. Alles. Einfach alles. So. Genug davon. Also ich finde die total geile Serie einfach nur. Diese abgefahrene Scheiße da ist einfach nur super. So, gut, dann kommen wir zum nächsten. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 1, 2, 3 Sachen noch. Dann sind wir auch durch. So. Nächster Film. Ja, ich will nicht sagen, dass er überhyped wird, aber so ein gewisser Hype ist da schon. Aber nur in der Film-Community, würde ich sagen. Nicht generell. Ne? Und... ja, oder sagen wir so, dem Film ging ein gewisser Hype voraus und ich habe mich auch echt gefreut auf den Film. Und deswegen hatte ich auch wieder einiges an Erwartungen und ich, naja. Vor allem habe ich mich sehr auf diesen Film erst recht gefreut, als der gute Knorrhahn Siegberts den Film gefeiert hat. Da habe ich ja gedacht, oh, dann muss das ja nur wirklich ein Knaller sein. Dann kannst du dich auf einen schönen, besinnlichen Filmabend freuen. Und auch in den Kommentaren haben auch einige schon geschrieben von euch, oder der eine oder andere geschrieben, guck den, der ist toll, der ist geil, der ist klasse, bla bla. So. Und deswegen habe ich das jetzt getan und muss sagen, ich hatte mit dem Film schon so meine Probleme, Freunde. Obwohl, vorweg, ich fand den Film gut, so ist es nicht. Es geht um Deathgasm. Ja, so, also, ich lese einfach mal vor. Der Fansplatter für Metalheads. Da ist er nun also. Naja, okay, ähnliches, wenn auch weniger gorig.
gab es schon mit Ragman, a.k.a. Trick or Treat, oder Freakshow, a.k.a. Black Roses. Dies ist dann nun die Next-Gen-Fassung, also die neue Generation des Ragman-Freakshow-Themas. Oder Rock'n'Roll-Zombies, wie ist nochmal diese andere? Es gibt da noch so irgendwie, die habe ich nie gesehen. Irgendwas mit Rock'n'Roll, nicht Zombies. Oh, ich komme echt nicht drauf. Habe ich nie gesehen, diesen Film. Ist auch mit ganz viel Meckel drin und auch irgendwas mit Dämonen und hast du nicht gesehen. Egal. Bin ich hier? So, genau. Es geht um einen typischen Metal-Loser-Außenseiter, der bei einer schwer religiösen Familie in einem Kaff voller Spießer lebt und sich bald mit den örtlichen anderen Losern, natürlich auch meist Metalheads, zusammentut. Da haben wir schon mal das erste Klischee. Okay, in den 80ern hat das noch funktioniert, ja. Aber wieso sind Mettler immer die letzten Luschen, die keiner mag, die einen Knall haben oder sowieso nichts zurande kriegen? Wieso werden die in den Filmen immer so dargestellt? Hä? Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Naja, gut, okay, ich muss mich hier selbst angucken, hier in meiner Bruchbude, ne? Mit meinem toll bezahlten Job. Aber gut. So, sie gründen die Band Deathgasm und entdecken im Ort ein Haus, in dem eine totgeglaubte Metal-Legende einer fiktiven Band, nein, nicht Sammy Kuras Ragman, lebt, von dem sie eine LP erhalten, Ragman, ich höre dir trapsen, in der sie uralte Seiten finden, auf denen sich mysteriöse Noten befinden. Die sogenannte schwarze Hymne. Also, da dachte ich ja erst, als sie wirklich da auf die Suche nach einem vermeintlich verstorbenen Rockstar sind und der da auch noch da ist und lebt und dann kriegen sie von dem eine mysteriöse Schallplatte bei, da dachte ich ja, ey Leute, nichts gegen Ideenklau, aber 1:1 von Ragman übernehmen ist jetzt schon ein bisschen krass. Ja, ich habe wohl darauf gewartet, dass sie die Platte rückwärts abspielt und dann die dämonische Scheiße abgeht. War aber nicht so, es war sogar eine falsche LP drin, aber eben diese Seiten mit diesen Noten oder so. Diese dämonischen Noten, diese schwarzen Hymne, so wird sie hier jedenfalls genannt im Film. So weiter. Dummerweise spielen die Jungs diese Melodie mit ihrer Band Deathgasm, ja, und erzielen damit den Evil Dead-Effekt. Die Nachbarschaft verwandelt sich entsprechend in Dämonen und, ach so, es tauchen noch ein paar Gestalten auf, die irgendeinem Kult angehören, der hinter der schwarzen Hymne her ist. Und diesen Plotpoint fand ich mal sowas von selten bescheuert, weil es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, wer sind die, woher kommen die, was wollen die, warum wollen sie unbedingt die Seiten haben. Weil die Band spielt diesen Song und beschwört damit das Böse herauf, was diese Sekte ja will. Wozu brauchen sie dann noch die Seiten? Ja, da kommt nachher ein Spruch, wir müssen die Seiten zurückhaben, weil sie sonst ja vielleicht auf die Idee kommen könnten, das irgendwie rückgängig zu machen oder so. Da hat sich der Regisseur wohl auch gedacht, ja, das ist ja jetzt alles schon gelaufen, was will die Sekte denn jetzt eigentlich noch? Es könnte ja sein, dass die Helden damit das Ganze versuchen rückgängig zu machen. Und das wollen die Sekte jetzt natürlich verhindern, deswegen sind sie extra angereist, weil die wussten schon, dass diese Band diesen Song wohl spielen wird. Woher? Wir haben ja eine Kristallkugel, ich weiß es nicht genau. Also Plotholes in der Größe des Grand Canyon, ja? Aber gut, egal. So, wo war ich denn hier? Alles in allem ein netter Fun-Splatter-Streifen, der vor allem handwerklich punkten kann. Die Figuren hingegen waren von nervig bis überflüssig. Man wird irgendwie nicht wirklich warm mit dem Helden, der auch nie wirklich loslegt, wie man es zum Beispiel vom Vorbild Braindead kennt. Ja? Also es gibt ja auch hier ganz deutlich Anleihen aus Braindead und aus Evil Dead, ne, wie gesagt. Wir lesen etwas Böses vor oder in diesem Fall spielen das und dadurch werden alle zu Dämonen. Huh? Evil Dead und so weiter. Also hier ist nichts neu. Es ist zusammengeklaut aus 1000 Millionen Filmen, der Film. Kann man gar nicht anders sagen. Gut gefielen mir die Metal-Bekehrungsszenen. Da ist nämlich ein Mädel und das ist auch so ein Punkt, der mich ganz, ganz stark gestört hat in diesem Film. Da ist ein Mädel und der Hauptdarsteller, unser Held, ja, ist in die verknallt. Und er gibt ihr eine Metal-CD mit. Hier kannst du mal meine Musik ein bisschen hören. Weil sie sagt eigentlich, mit Metal habe ich nichts am Hut. Ja, hier, nimm die mal mit und so. Und dann setzt sie sich ihren Kopfhörer unterwegs, eingesehen später Kopfhörer unterwegs auf, tut die CD in ihren Discman und spielt das ab. Und vor ihrem inneren Auge sieht sie dann, wie sie auf einem Berg steht, in Walkürenrüstung mit einer Streitaxt in der Hand. Und sich halbnackte Frauen an ihren Beinen regeln. Ich weiß nicht, ist lesbisch oder so? Ich weiß nicht, egal. Aber so, ha, Metal!
Und ich musste deswegen so schmunzeln, weil, ja, genau so ist es, wenn du das erste Mal Metal hörst und Metal, der dir gefällt, hörst. Das war genau das Bild, was ich hatte, als ich es erstmal Manowar gehört habe. So, nur dass ich keine Valkyrie war, sondern eben Conan oder sowas. Aber egal, gut. Das war schon sehr, da muss ich echt lachen, also ohne Scheiß, die war echt geil, die Szene. So, ja, also stattdessen ist es ausgerechnet der Unsympath der Gruppe, der am Ende die coolsten Splatter-Szenen verursacht, wenn er mit zwei Kettensägen um sich schlägt, nur um dann, jetzt spoiler ich gleich, aber ich komme nochmal gleich zu dem Absatz. Das ist nämlich der Kritikpunkt an diesem Film. Diese Figur, also da ist einer, so ein Mettler, mit dem freut er sich der Hauptdarsteller an, und das ist dann auch der Sänger von Deathgasm, wobei wir auch mal beim Stil der Band sind. Die machen nämlich, wie der Name ja auch schon verrät, Death Metal. Also es wird hier nicht schön gesungen oder so, ne? Kannst du mal gleich knicken. Aber gut, ich meine, es ist egal, es geht ja hier nicht um Musikvideos oder so. Das ist einmal ganz kurz, Groat, das Mikro, das war's. So, also das nervt jetzt nicht oder was. Also und der Typ, ja, ist mal sowas von dermaßen eine abgefuckte, drecksunsympathische, nervige Fickrotzratte. Den werde ich nur unangespitzt in den Boden kloppen können. Aber bei jedem zweiten Wort, was der Typ sagt. Ja, und das ist halt eben eine Szene, geht halt dieses Mädchen, in das der Hauptdarsteller verliebt ist und die auch selbst schon so ein bisschen, ne, sich in ihn verknallt hat, gibt dem, ausgerechnet dem, einen Zettel, ja, ich möchte mich abends mit ihm im Park treffen und so. Ja, und was macht er? Behält den Zettel für sich und geht selbst hin und vögelt die Alte. Na gut, da gehört auch immer zwei zu, ne? Also ist die Alte auch ein bisschen scheiße, kann man nicht anders sagen, aber trotzdem. Wie großes Arschloch muss man denn sein? Und ausgerechnet der rockt nachher mit zwei Kettensägen rum. Also ich weiß nicht, was in dem Regisseur vorgegangen ist, aber so richtig ganz funktioniert hat das irgendwie alles nicht. Tut mir leid. Naja, gut, jetzt spoiler ich mal ein bisschen, ne? Wer den Film also noch sehen will, ihr kennt das ja. Ich lese nochmal den Absatz vor, hier kurz. Stattdessen, oder den Satz, ist ja nur ein Satz. Stattdessen ist es ausgerechnet der Unsympath der Gruppe, der am Ende die coolsten Splatter-Szenen verursacht, wenn er mit zwei Kettensägen um sich schlägt, nur um dann, Spoiler, im Finale selbst zum Oberdämon zu werden. Was mich nicht überraschte, was ich habe ihn gleich vorausgeahnt. Er verlässt auch die Gruppe. Da habe ich gleich gewusst, es geht ja hier um die Raufbeschwörung von irgendeinem Dämon, also einem Oberdämon, der dann irgendwie noch kommt. Ne? Und es wird auch von diesen Sektenleuten gesagt, derjenige, der die böseste Seele in sich hat, dessen Körper wird der Dämon erwählen oder so. Da habe ich gleich gewusst, da kommt bestimmt noch was mit diesem blöden Arschloch. Und genau so war es auch. Scheiße, naja, okay. Gut, also wo war ich stehen geblieben? Im Finale selbst der Oberdämon wird. Was mich nicht überraschte angesichts seiner Charakterzeichnung. Am Ende wird das Monster mit Metal besiegt und in dem der Wirt getötet wird. Ach so, genau. Sich, oder vielmehr sich opfert, mehr oder weniger. Nur um dann danach mit dem Helden via Schallplatte aus dem Jenseits zu kommunizieren. Also ich beschreibe, das war jetzt sehr verwirrend, ich beschreibe das Finale mal eben, ja. Der Oberarsch ist da halt eben vor Ort, ja, und hat eben gerade noch ganz viele Dämonen getötet, ja, und dann ist dann diese Anführerin von dieser Sekte und die sagt, nimm meinen Körper, fahr in mich, oh großer Dämon, und dann kommen auch schon Blitze und fahren ihren Körper, und dann kommt plötzlich von hinten der Arsch, ne, der Sänger von Deathgasm, und sticht die Alte von hinten ab. Ja, also ganz gezielt, ich will. Also er hat von vornherein geplant, ich will, dass der Dämon in mich fährt, und das passiert dann eben auch. So, dann läuft er da noch ein bisschen rum, ist halt ganz dämonisch mit Hörnern und Dämonenfratzen, oh, ich bin unbesiegbar, ja, und es kommt wieder auch zum Kampf, und jetzt ist das ja so, der Hauptdarsteller hat vor, die schwarze Hymne rückwärts zu spielen, und alles rückgängig zu machen. Dafür brauchen sie die schwarze Hymne aber, weil er sie nicht im Kopf hat. Und die Zettel gehen aber dabei verloren, bei dem ganzen Gekämpfe da. Also müsste er sie jetzt eigentlich aus dem Kopf rückwärts spielen. Und was macht er? Also, er verursacht das unlogischste Ende der Filmgeschichte fast. Weil er steht einfach da und spielt ein total geiles Gitarrensolo. Und daraufhin verwandelt sich der Oberarsch zurück in einen Menschen. Warum? Er hat nicht die schwarze Hymne rückwärts gespielt. Er hat einfach nur seine Gitarre abgewichst. Was soll das? Ist euch nichts Besseres eingefallen oder was? So, da liegt er da, oh, ich halte ihn zurück, ich kämpfe, er ist aber so mächtig, du musst mich töten. Ja, und dann tötet er ihn da, dann irgendwie eine Rasierklinge als Kernanhänger, und dann war's das. Also sowas von unspektakulär und bescheuert ausgedacht, das Ende war voll Panne. Das war alles, aber kein Showdown, Leute. Das war ein Fail, meiner Ansicht nach. Aber naja, gut. Wenn man es dann braucht. Wenn man keine Ideen vernünftig hat oder das nicht richtig hingeskriptet bekommt, dann muss es eben so enden. Gut, schließlich kann ich noch sagen hier oder vorlesen.
Viele Zutaten sind hier bereits bekannt. Von Ragman über Evil Dead bis Braindead. Innovativ ist der Streifen absolut nicht. Aber unterhaltsam ist das. Und das ist die Hauptsache. Zudem werden massig unbekanntere Metal-Bands im Soundtrack gepusht. Von denen lediglich Skullfist bekannter sein sollte. Was schade ist, denn die viel genialeren Elm Street sind mal um 1000 Längen besser. Das ist auch die einzige Band von den ganzen Bands, die so gespielt werden, die ich gleich erkannt habe. Skullfist habe ich nicht erkannt. Ich habe da Skullfist laufen auch nur am Schluss, im Abspann. Und ich dachte, Mensch, den Song kennst du doch irgendwo hier. Und erst als der Bandname, ah, Skullfist. Denn es gibt da so eine, oder gab da, oder das ist mittlerweile ein bisschen zum Glück verflogen, es gab da so eine Metal-Welle, ja, also ich als Radiomoderator habe das ja mitbekommen, oder zwangsweise als Metal-Radiomoderator, so eine kleine Welle von Bands, die ganz stark gehypt wurden, alle fanden die geil und bis heute ist es auch so, dass die rauf und runter gewünscht werden und ich frage mich warum, aber die sind so musikalisch, angesichts dessen, wenn man viel hört im Metal-Bereich, wie ich jetzt, ja, überhaupt im Power, Melodic, Heavy Power-Metal-Bereich, da bewegen sich diese Bands nämlich, hat man einfach so viele andere richtig geile, bessere Bands, die viel mehr Charakter und viel mehr Eigenständigkeit und viel mehr Wiedererkennungswert haben als all diese Bands. Und das sind, die ich jetzt meine, die jetzt so alle gleich generisch klingen, keine Höhen, keine Tiefen haben, keine richtigen Hymnen am Start haben, keine tollen Songs, das ist einfach alles so vor sich hergeplätschert. Skullfist gehören dazu, Enforcer, Steelwing, die Evil Invaders sind die neuesten in dem Stil, finde ich. Außerdem, der Sänger von Evil Invaders geht mir nach einem Song so auf die Säcke, dass mir die Ohren bluten mit seinem komischen Gequietsche. Was wollte er denn mal werden? Metal-Sänger oder Quietschtierchen für meinen Hund? Naja, und es gibt noch so zwei, drei andere, die mir jetzt vielleicht spontan nicht einfallen, die aber dann auch, wenn ich sie dann höre, Striker. Striker gehört auch noch dazu. Der habe ich nämlich reviewt für unsere, als Redakteur. Und da fiel mir auch beim Hören gleich auf, oh, die schwimmen mit auf der Skullfist-Welle. Ja. So, und dann gibt es wiederum Bands wie Elm Street, die haben ja auch bisher nur ein einziges Album am Start. Und das ist, die sind so geil, die haben so einen eigenen Sound, auch vom der Sänger mit seiner irgendwie rauen Stimme, so einen hohen Wiedererkennungswert, ja, die kennt keine Sau. Aber hier drin kommen sie gleich zweimal vor, während des Films. Ha, was ich viel besser finde als viele machen beim Abspann ja aus. Apropos Abspann ausmachen. Habe ich gerade vergessen, bei Rick und Morty zu erwähnen. Sollte der Rick und Morty wirklich gucken wollen, ja? Falls ich da jetzt irgendwie den einen oder anderen berührt habe. Oh, Mist, das gucke ich mir mal an. Schaut euch die Folgen immer ganz an, inklusive Abspann. Denn wie bei Marvel in den Filmen kommt nach jedem Abspann immer noch eine kleine Szene. Das ist jetzt zwar nichts Wichtiges für weitere Handlungen oder so, aber es ist immer irgendwie ein kleiner Gag noch. Das ist immer ganz geil. Lohnt sich. So, gut. Dann kommen wir zum vorletzten für heute hier. Und das ist ich sehe gerade, der Akku kackt hier langsam ab. Hoffentlich schaffen wir es noch. Wenn es einen kleinen Schnitt gibt, ne, dann muss ich kurz nochmal zwischendurch laden. Das vorletzte ist ein Psycho-Thriller. Ein Thriller halt, ja. Und wieder mal der Beweis dessen, dass ein Film keine große, intelligente, wendungsreiche, mit tausend Hintergrundsträngen verbundene Handlung braucht, um trotzdem gut zu unterhalten. Es handelt sich um den Film Standoff. Ich lese mal vor. Ja, hab ich auch hingeschrieben hier. Manchmal sind es die kleinen und simplen Ideen, die ausreichen, um zu unterhalten. Wenn der Regisseur in der Lage ist, daraus etwas Spannendes zu inszenieren. Wir kommen jetzt zur Story. Habe ich überhaupt einen Spoiler hier gesetzt? Nö. Muss ich auch nicht. Hier geht es um einen Auftragskiller, herrlich fies gespielt von Lawrence Fishburne, der auf einer ländlichen Beerdigung ein Massaker einrichtet. Also der schaltet da alle aus. Ja, warum? Weiß ich nicht. Wird auch nicht geklärt. Ist auch nicht relevant für die Handlung. Nur ein kleines Mädchen, das mit ihrer Kamera noch Fotos des Täters schoss, kann entkommen und flieht zum Farmhaus eines ehemaligen Soldaten, der nach einer Tragödie seinen Sohn und seine Frau verlor. Also Sohn gestorben, Frau hat ihn verlassen. Thomas Jane gibt diesen Part gewohnt überzeugend und auch das kleine Mädchen spielt einfach hervorragend. Also das kleine Mädchen hat mich von den Schauspielern sogar noch mit am meisten fasziniert. Dieses kleine Mädchen hat wirklich richtig gut gespielt, fand ich. Jane und das Mädchen verschanzen sich im Obergeschoss des Hauses mit einem Schrotgewehr, während Fishburne im Erdgeschoss auf der Lauer sitzt. Beide sind inzwischen angeschossen, also als Fishburne das Haus erreicht, stürmt Thomas Jane halt eben raus, das Mädchen an ihm vorbei und mit seiner Schrotflinte trifft er Lawrence Fishburne. Der schießt natürlich auch zurück und trifft auch Thomas Jane. Thomas Jane ist aber nicht so schwer verwundet wie Lawrence Fishburne. Er müsste also eigentlich nur oben ausharren, bis er unten verblutet ist. Und das ist so das Katz-und-Maus-Spiel, was sich dann daraus ergibt. So, wir hatten längere Ausdauer, darum geht's im Grunde. So, spannend gemacht und bis zum guten Finale, niemals uninteressant, ist es einfach eine Freude, den beiden bei ihrer
bei ihren Psycho-Duellen zuzusehen und zuzuhören. Toller, kleiner Thriller. Also es ist kein Actionfilm jetzt, ne? Sondern auf psychologisch gemachter Psychothriller halt so. Auf psychologisch gemachter Psychothriller. So eher so auf Spannung setzend und so. Und was da so abgeht und wie sie versuchen, sich gegenseitig auszutricksen und sowas alles. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, schaut euch immer an, das lohnt sich wirklich. Und vor allem auch durch die Darsteller, die ihre Sache wirklich sehr gut gemacht haben. Da wird dann auch so ein Highway-Polizist mit eingebunden in die Story. Und dieser Highway-Polizist, das habe ich bei Crimson Peak ja schon gesagt, ne, nimmt genau diese klassische Thriller-Rolle ein, des vermeintlichen Helden, der dann, naja, ihr könnt euch schon denken, was ich meine. Das ist wieder diese sinnlose, warum? Hätte man sich auch sparen können. Damit ein bisschen mehr in dem Film passiert. Naja, gut. Gut, in diesem Fall hat der Highway Police eigentlich tatsächlich noch eine Bewandtnis, weil, schaut euch das selber an, das ist dann doch ganz wichtig, dass er da auftaucht. Aus einem gewissen Grund, sag ich jetzt mal. Ich spoiler jetzt mal nicht. Und komme jetzt stattdessen zum letzten für heute. Und dann sind wir auch durch. So, nochmal einen Schluck hier, um die Stimmbänder zu benutzen. Wir kommen zur zweiten Serie, die ich geschaut habe, und zwar komplett. Das ist nämlich eine Miniserie. Viele werden sich schon denken, was es ist, weil ich habe es schon mal erwähnt, dass ich es gucken will, dass ich gespannt bin, was es ist, und jetzt habe ich es gesehen. So, es geht um das deutsche Breaking Bad. Morgen höre ich auf. Nein, ich höre morgen nicht auf mit YouTube. Die Serie heißt so. Mensch, hör mir doch mal zu, ey. Nee, also, ich lese mal vor, was ich hier geschrieben habe. Es geht los mit der Beschreibung der Story. Jochen Lehmann ist Besitzer einer Druckerei, der kurz vor dem Bankrott steht, weil er keine Aufträge an Land ziehen kann. Auch die Bank verweigert einen weiteren Kredit. Einen erweiterten Kredit. Also er hat schon Kredit bekommen. Er möchte doch mal. Ne? Seine Frau betrügt ihn. Sein Sohn ist ein Loser, der nur Mist baut und betrunken mit einem gestohlenen Mofa in einem parkenden Wagen brettert. Seine älteste Tochter ist ein verzogenes Gör, das ihm Geld stiehlt, um sich neue Klamotten zu kaufen. Und seine jüngste Tochter muss mangels Geldes auf die aktuelle Klassenfahrt verzichten und quält Mitschülerinnen. In seiner Verzweiflung kommt ihm nachts in seiner verlassenen Druckerei die Idee, einfach selbst den Versuch zu wagen, eigenes Geld zu drucken. Immerhin hat er eine Druckerei. Dies gelingt ihm erstaunlich gut, worauf bald schon die ersten Kleinkriminellen aufmerksam werden, bei denen er damit bezahlt, dummerweise, mit dem Falschgeld, und sich die ersten Schwierigkeiten ankündigen. Auch seine Frau erfährt sehr schnell, nämlich schon in Episode 1, von der Sache und macht ihm zunächst große Vorwürfe. Das ist jetzt mal so die Grundhandlung des Ganzen, ja? Mehr müsst ihr jetzt eigentlich erstmal eigentlich gar nicht wissen. Habe ich mir hier einen Spoiler hingeschrieben? Nein, habe ich nicht. Gut so. Weil ich werde noch nicht mehr viel spoilern jetzt. So. Der Marketing-Fail Deutschlands Antwort auf Breaking Bad sollte hier mal außer Acht gelassen werden. Denn tatsächlich war offenbar nicht die Intention der Macher, es gezielt mit dieser zu Recht preisgekrönten Seriensensation aufnehmen zu wollen. Das ist so irgendein Produzenten-Depp durchgerutscht bei irgendeiner Pressemitteilung. Wir machen das deutsche Pendant zu Breaking Bad oder irgendwie so ein Spruch hat er da rausgehauen und schon muss ich jetzt die Serie immer diesen Vergleich gefallen lassen. Ja, es gibt Parallelen, aber ich glaube nicht, dass das ganz gezielt darauf getrimmt war. Das glaube ich nicht. Vor allem nicht, wenn man es dann sieht. Obwohl es tatsächlich eigentlich qualitativ und von dem Spannungsgehalt und von der Masse der Ereignisse zu einem gewissen Grad mithalten kann, möchte ich fast sagen. Also mich hat sie zumindest genauso gut unterhalten. So, stattdessen bekommt man eine interessante und spannende Krimi-Drama-Miniserie geboten, die zwar durchaus Parallelen zum genannten Beispiel aufweist, dann aber doch kein Vergleich dazu ist. Man merkt zwar recht oft an der Bildsprache, dass man es mit einer deutschen TV-Produktion zu tun hat, im Kontrast dazu gibt es aber auch manche Sequenz, die wohl vom bildlichen Inhalt als auch, sowohl vom bildlichen Inhalt als auch vom Plot her durchaus Hollywood-Qualitäten aufweist. Also es gibt wirklich einige Shots, die sind wirklich echt Breaking Bad-mäßig, kann man fast schon sagen. Ich sage nur Tennisplatz. Die wichtigste Szene auf diesem Tennisplatz. Aber egal. Gut, fand ich sehr geil irgendwie. Was nicht. Irgendwie fand ich die gut gemacht. So gibt es einige gelungene What-the-fuck-Momente, Wendungen und wirklich spannende Ereignisse, die man nicht vorausgesehen hat. Lediglich das Ende des Ganzen war typisch deutsch mal wieder zu harm und eierlos geraten, muss ich wirklich schon sagen. Vielleicht spoil ich vielleicht doch noch mal ein bisschen. Da wäre mehr Konsequenz und ruhig ein wenig mehr Mut zur Bitternis oder zum sprichwörtlichen Schlag in die Magengrube drin gewesen. Nichtsdestotrotz war das Ganze extrem unterhaltsam und ich war überrascht, dass vor allem Bastian Pastewka in einer derart ernsten Hauptrolle dermaßen gut überzeugen konnte. Keine Ahnung, was die Macher als nächstes planen, aber von mir aus kann man das Ganze sogar gern fortsetzen, falls möglich.
ein guter Schritt in die richtige Richtung, was Serien angeht in Deutschland, war das Ganze hier definitiv. Und somit ist somit absolut zu empfehlen. Ich spoilere erstmal noch ein bisschen was zum Ende, ja. Also, es gibt halt eben dieser Loser-Sohn, der da hat. Die kriegt ja nur auf die Fresse in der Schule. Und da sind so ein paar gewisse Typen, die ihn da ganz besonders hart mobben. Und er muss immer, weil er fährt mit dem Mofa ein Auto an, besoffen. Und der Besitzer dieses Wagens, der will jetzt den Schaden ersetzt haben und den muss er sich bei ihm abarbeiten. Ich meine, bei ihm die Wohnung putzt. Und der Typ, das ist so ein kleiner ehemaliger Hooligan oder irgendwie so ein Arsch. Und der hat auch eine Knarre im Schrank. Und die Knarre klaut der Bengel sich dann. Und das läuft dann darauf hinaus, er lädt alle ein zum Flashmob da, zur Flashmob-Party bei ihm zu Hause. Ne? Und dann läuft es halt eben darauf hinaus, okay, er plant wohl einen Amoklauf. Und es kommt dann auch fast schon dazu, dass er sogar die Waffe einsetzt, aber nicht vor Ort in der Party, sondern andere Ereignisse führen dazu. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und selbst da, ich hätte das zumindest so gemacht, dass er den Typen dann wenigstens, dieses Arschloch da, den die ganze Pisack wenigstens anschießt. Ja. Oder ähnliches. Dass du so ein bisschen diesen Bam-Moment hast, dieses, okay, so weit habt ihr ihn jetzt getrieben, ne? Merkt ihr was? Aber noch nicht mal dazu kommen, das fand ich schade. Naja, und das Finale an sich war zwar ganz gut gelöst, aber auch da hätte ich mir so ein bisschen mehr Breaking Bad-Faktor gewünscht, dass er so ein bisschen dann richtig auf den Kacke haut, passt auf gar. Aber naja, ist okay, also war schon ganz gut so das Ende. Aber, wie gesagt, man kann das eigentlich auch fortsetzen, weil dieser Typ, dieser Kriminelle, für den er da Scheine drucken soll, kommt da als Plot vor in den ersten Folgen schon. Den macht er ja auch platt. Spoiler, aber ich habe die Hut ja auf, zum Glück. Und die Leiche müssen sie ja verschwinden lassen. Und die Leiche, die wird in der letzten Episode ganz am Schluss gefunden. Und dann sieht man, was hier panisch wegrennen, Ende. Da wird er dann wieder ermittelt werden. Und da muss er ja irgendwie den Kopf wieder aus der Schlinge kriegen. Und da könnte man eine zweite Staffel ansetzen, finde ich, oder? Also von mir aus gerne. Mir hat das gefallen. Können Sie gerne fortsetzen, wenn es um meine Meinung da geht. So. Auf jeden Fall kann man morgen höre ich auf tatsächlich sehr empfehlen. Schaut euch das mal an, wenn ihr auf Breaking Bad steht, kann man schon sagen. Oder so Better Call Saul und solche ähnlichen Geschichten. Ist eine richtig geile Krimi-Crime-Drama-Serie oder so. Ne? Und mit guten Figuren, durch die Bank gut gespielt. Und mit guten Ideen, spannenden Momenten, wendungsreich. Einige Sachen wirklich nicht voraussehbar, wo du sagst, oh nee, das ist jetzt nicht passiert. Ne, diesen Effekt. Den liebe ich ja total bei solchen Serien. Und dann, boah, wer ist das denn? Was ist das denn für eine krasse Type, Alter? Meine Güte, ey, was geht da jetzt ab, ey, und sowas alles. Und überhaupt, die zweite Episode war es, glaube ich. War es die zweite? Also die Episode mit diesem Kriminellen, der listet sich bei der Familie ein. Ja, und die ist so intensiv, die Episode. Am Ende der Episode, ganz am Schluss, da habe ich hier vor Wut mit der Faust auf den Tisch gehauen. Und dann löst sich das ja auf in der nächsten Folge dann. Aber alter Schwede, mich hat schon lange emotional mir etwas so aufgewühlt, wie dieses Arschloch da, der redet mit dem österreichischen Akzent auch noch. Halleluja. Na gut, so, gut, da sind wir durch mit dem Ganzen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, vielleicht war ja für den einen oder anderen der ein oder andere Tipp dabei. Wenn ja, dann freut mich das, wenn nein, kann ich auch nichts für. Jetzt werde ich mich in den nächsten Tagen mal wieder ein bisschen mehr den nächsten Feedbacks widmen und mal wieder ein paar DVDs und Blu-Rays mal vermehrt mal wieder schauen, statt mir ja in der Videothek was zu holen. Obwohl, wenn da was steht, wo ich sage, oh, das will ich sehen, dann gucke ich mir das natürlich da. Ne? Erstmal was Neueres. Das kann schon mal passieren. Weiß ich nicht. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, was als nächstes zu erwarten ist. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich wie immer erstmal Farewell.